Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part zu Let's Play Hitman Absolution. Ja, wir konnten den Dom erledigen, ganz elegant, natürlich, mucksmäuschenstill das Ganze. Aber ich weiß nicht, da, jetzt sehe ich das gerade. Jetzt sehe ich gerade den Ausgang, eben habe ich ihn nicht gesehen, ich Vollpfosten. Ich gehe mal jetzt hier rein und versuche mal mein Glück jetzt über diesen Weg hier. Ich habe jetzt da keinen Bock wieder durchs Fenster oder irgendwie sowas. Spielen, ja, schaut sicher aus. Nein, das ist ein anderer Gang, glaube ich. Sei es drum. Wir verlassen mal jetzt diesen Lüftungsschacht. Okay, die Leute sehen uns nicht, zum Glück. Eh betreten. Komm, rein mit dir. Rein mit dir. Eindringen. Wer raucht denn immer wieder mal so viel? Meine Fresse. Und dann in den Lüftungsschacht. Können wir nicht spähen? Mann, das ist genau der gleiche Weg, den man von oben gekommen ist. Wird die Kleine jetzt nicht misstrauisch? Egal. Wir gehen mal raus. Die stand ja eigentlich auf uns, eben. Nö, scheint gut gelaufen zu sein. Na, Kleine? Alles klar? Bist aber eine niedliche. So. Nein, hier geht's natürlich nicht. Dann müssen wir wohl oder übel wieder zurück. Meine Fresse, was für eine Verschwendung jetzt. Okay, und hier spielt immer noch die Musik. Alles unauffällig. Der Dom ist zwar weg, aber weiß ja keiner davon. Wohin müssen wir denn? Da oben hin. Okay, wie komme ich da oben hin? Da oben hin. Sehr schönes Wortspiel. So ein bescheuerter Spruch. Das Kabel ist lose, da passiert bestimmt ein Unglück. Nein, ein Unglück wollen wir aber nicht mehr. Was war das jetzt wieder? Die Kamera, ich schließe mal das Ganze hier auf. Hier waren wir nicht gern gesehen. Gibt es hier irgendetwas? Was ist das? Okay, paar Munition. Kann nie schaden. Eine Flasche. Hands off. Ja, gut. Sehr gut. Okay. Da ist so ein Typ. Ist das ein Cop? Ja, und die Mädels reden über ihre Probleme natürlich. Auch wenn sie Stripperinnen sind, die haben auch Gefühle. Oh, verdammt. Verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt, wir wurden erwischt. Okay. Okay, Buddy, kein Problem. Ich gehe raus. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass du das könntest, aber... Okay, der ist jetzt ganz misstrauisch. Gehen wir mal hier lang, weil da war noch ein Eingang. Aber da war auch eine, ja, ein anderer Bodyguard. Ja, hört auf, da rumzuspannen. Wir sind auf Mission, Leute, also. Wir sind ein Profi und von solchen Sachen lassen wir uns nicht beeinflussen. So. Hier scheint alles friedlich. Ja, Lady. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Komm, willst du da nicht mal weg? Jetzt patrouilliert er die ganze Zeit hier, oder was? Ach Mist, dann müssen wir doch irgendwie dort. Wohin gehst du denn? Nee, der wird hier nicht mehr weggehen. Ach, verdammter Mist. Was machen wir? Ja, dann müssen wir... Nein, die sind nicht echt. Ja, ist okay. Hört auf zu sabbern. Okay, wir müssen hier nochmal durch. Aber... Diesmal so, dass wir nicht auffliegen. Nicht gesehen werden.
Oh, verdammt, wohin geht er denn? Nein, verdammt, der kommt direkt auf uns zu. Weg hier. Soll ich ihn ausschalten lieber? Kann ich ihn irgendwo verstauen? Weil der kotzt mich schon so an ein bisschen. Schwadroniert hier so rum. Will mir die Fresse einschlagen. Das würde ich mal gerne sehen, du kleiner Mieser. Okay, spannen wir mal dann ein bisschen. Jetzt haben wir nochmal die Gelegenheit dazu. Okay, das reicht. Ja, der Typ ist auch weg. Der Typ ist auch weg. Wo kann ich ihn dann verstauen? Hier, das bietet sich doch so wunderbar an. Okay, jetzt geht er da weg. Also, falls er mir nochmal auf dumme Touren kommt, dann war es das für ihn. Okay, wohin mit dir? Er geht zur Lede. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Komm, jetzt beweg dich. Jetzt will er. Was macht er da für einen Scheiß? Will er rauchen oder wie? Ah, da kommt er wieder. Wohin? Okay. Ja, das wäre doch gelacht. Nein, verdammt. Sorry, Sir, aber Sie dürfen hier nicht rein. Ist okay, ich gehe raus. Ja. Weg hier. So, da sind wir auch schon, glaube ich. Schloss knacken. Knack den Schloss. Wir werden, glaube ich, Verkleidung aufgeflogen. Gut, egal, das haben wir geschafft. Okay, feindliches Gebiet. Was ist hier so los? Da werden nochmal die Punkte angezeigt, so wie gehabt. Ach du meine Güte. Verdammt, das war knapp. So. Schleichen wir mal hier wieder. Okay, die Ladies zeigen sich hier auf. Also die dürfen uns auch nicht sehen, sonst machen die wieder Probleme. Darauf habe ich keinen Bock. Nicht, dass ich Angst hätte oder so, aber wir sind ja Profis. Die heult, die Kleine. Och Mensch, das stimmt mich jetzt aber ganz traurig. Okay, wo müssen wir denn hin, verdammt nochmal? Also hier nicht, in die Garderobe bestimmt nicht. Und zack. Ach, verdammt. Na, komm weg hier. Oh oh, wir sind wieder. Wachen sind alarmiert. Die Wachen sind alarmiert. Wir müssen hier weg. Können wir uns verstecken? Oh oh, die kommen schon da angetrabt. Ja, wir sind wieder mal aufgeflogen. Das bedeutet wieder mal weniger Punkte. Da ist irgendetwas. Können wir hier durch? Nein, wir können hier nicht durch. So. Der kann hier nicht schleichen. Doch. Oh oh, verdammt. Ist das ein blinder Fisch? Wo müssen wir eigentlich hin? Hey, wir sind wieder an der gleichen verdammten da oben. Wir müssen doch da oben. Was machen wir hier für Faxen? So, den schalten wir mal aus. Jawohl. Der kann Tai Chi, Junge. So. Können wir den irgendwo hin verstauen? Ja, den nehmen wir mal mit. Nein, verdammt! Verdammt! Wurden wir jetzt erwischt? Komm, weg mit dir! Weg!
Der wiegt auch eine Tonne. Wo müssen wir hin? Da, jetzt komm. Hier betreten. Eingehende Nachricht könnte nützlich sein. Hier horchen wir mal nochmal zu. Okay, das war wirklich sehr nützlich. Was soll dieses Rumgewackel? Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu ihm. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückt als eine Kanalratte. Du musst sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Ja. Übel, Mann. Ich rufe Sie wieder an. Okay. Polizei umgehen. Wo müssen wir dann mal hin? Da oben. Gut, ich hoffe, ich schaffe das noch in diesem Part. Da oben müssen wir hin. Oh, baufälliges Gebäude. Q. Beobachtungspatrouille, die gehen nicht ohne guten Grund weg. Ja, was ist ein guter Grund, dass sie hier abhauen? Ja, hier können wir natürlich nicht. Das war ja so klar. Okay, Messer. Jetzt geh doch mal. Manchmal hakt der echt hier rum. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 sind das, glaube ich. Sei es drum. Was ist das hier? Vorschlaghammer. Und eben hatten sie schon einen Blick auf uns werfen können. Ja, hier können wir. Wechseln. So, gibt es hier irgendetwas Interessantes? Da vielleicht? Wow, was ist denn hier, Mensch? Die nehmen wir doch mal mit. Wer weiß, was passiert? Erste Hilfe brauchen wir nicht. Okay, da ist ein Checkpoint zum Speichern. Deckung wechseln. Zack. Ist hier jemand? Nein. Hier, Kontrollpunkt. Jawohl. Wo müssen wir hin? Ah, wir können da hochklettern. Was stand da? Was stand da, Q? Das Sims sieht nicht sehr stabil aus. Wollen wir es dennoch mal wagen? E für Kante. Ich hoffe, wir fliegen hier nicht runter. Nein, ist so alles wunderbar. Okay, was gibt's hier? Nichts. Was war denn da unten? Keine Ahnung, interessiert mich jetzt auch nicht sonderlich. Gehen wir mal weiter hier. Und zack. Oh, das sieht aber nicht alles sehr schön aus. Was ist denn mit der Kleinen hier? Die vermisste Stripperin, die Polizisten suchen an den falschen Orten. Okay, was machen wir mit der? Schmeißen wir sie runter oder was? Ehe für loswerden. Ehe loswerden. Oh, das tut mir leid, Kleine. Das tut mir wirklich leid, Kleine. Aber das musste sein. Oh, verstecken wir uns. Versteck dich. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Verdammt nochmal. Okay, der haut jetzt da ab.
Oh, verdammt. Fallen lassen. Okay, wohin? Komm, lauf, lauf. Lauf, Forrest, lauf. Ach. Okay. Ich bin doch schon. So. Knocken wir ihn aus. Können wir den irgendwo verstecken? Nein, aber schleppen wir ihn wenigstens hier hin. Damit man ihn nicht sieht oder so. Da renne ich genau in seine Arme. Ich... Torfkopf. Genau, und das war's doch hier. E für Kante. Die Waffe stecken wir mal weg. Gibt's hier noch was Interessantes? Nein, gibt es nicht. Gebäude verlassen. Puh. Ich bin unterwegs nach Chinatown. Passen Sie gut auf sich auf. Warum nach Chinatown? Ach ja, das sagt sich so leicht. Mann, dieser Wade, der soll doch jeden zum Reden bringen. Und wir wissen beide, dass ich eine Menge zu sagen habe. Also beeilen Sie sich. Bleiben Sie einfach ruhig. Genau. Papa Hitman kommt schon. Gut, hier mache ich meine Pause. Hat es euch Spaß gemacht, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Ich werde den Let's Play durchziehen und schaltet im nächsten Part auf jeden Fall wieder ein. Macht's gut, bis dann, ciao.